so, jetzt kommen wir zur Aufgabe C und den Leuchtdioden. Da ist hier ein längerer Text. Den habe ich dann hier wieder etwas verkürzt. Ein Maß für die Helligkeit einer Lichtquelle ist der sogenannte Lichtstrom. Dieser wird in der Einheit Lumen angegeben. Man geht davon aus, dass der maximale Lichtstrom von LEDs durch technische Weiterentwicklung exponentiell ansteigen wird. Dabei gilt, alle 10 Jahre steigt der maximale Lichtstrom von LEDs auf das 20-fache. Okay, also das Wesentliche ist, alle 10 Jahre steigt der maximale Lichtstrom von LEDs auf das 20-fache. Hier ist dann noch angegeben, wie eine Funktion ausschauen soll. Diese Entwicklung kann durch eine Exponentialfunktion modelliert werden. Wobei also hier die T die Jahre sind und L von T der Lichtstrom, der maximale in Lumen. Und den Parameter A soll man beim ersten hier berechnen. Okay, also den Parameter A. Wie geht das? Ich muss also mir überlegen. Okay. Was habe ich für Daten? Also ich habe nur alle 10 Jahre steigt der maximale Lichtstrom auf das 20-fache. Aha. Okay. Das heißt, ich kann für T gleich 10 einsetzen und schauen, das 20-fache von. Ja, von wem? Ja, zum Beispiel hier, wenn ich L0 als Startwert nehme, nach 20 Jahren, nach 10 Jahren habe ich dann das 20-fache von L0. Aha, also das heißt, ich setze einmal L von T ist gleich L0 mal A hoch T, setze ich für das LT 20 mal das L0 ein, 20-fache, und L0 mal A hoch, ja, und 10 Jahre, da haben wir die Jahre. Okay. Das wäre also unser Ansatz. Gut, jetzt muss ich den nur noch entsprechend umformen. Man kann natürlich auch gleich eintippen, aber wir schaffen es mit ein bisschen umformen. Das L0 können wir gleich auf beiden Seiten wegdividieren. Und jetzt muss ich also das A ausrechnen, das heißt, A hoch 10 ist 20, das heißt, ich muss die 10. Wurzel ziehen und dann habe ich das A. So, wie groß ist dann das A? Gut, lassen wir uns dann vom Rechner her bedienen und das ist dann 1,349. Okay, das wäre also das erste, berechnen Sie den Parameter A. Und jetzt kommt also noch die Interpretation. Da heißt es genau, interpretieren Sie den Wert des Parameters im gegebenen Sachzusammenhang. Der Sachzusammenhang ist immer wichtig. Sachzusammenhang heißt also Leuchtdioden, der maximale Lichtstrom, das ist also hier dieses L, maximaler Lichtstrom, und die Jahre. Also das heißt, eigentlich die zwei Daten muss ich hier nehmen, um das zu interpretieren, den Parameter A. Aha, okay. Im Parameter A steckt aber, wenn ich mir das genauer noch anschaue, da gibt es hier also eine wunderschöne Formel in der Formelsammlung, und zwar also eigentlich ganz hinten, wenn man also ganz nach hinten geht, habe ich dann hier eine Formel für das Wachstum, und zwar bei der Finanzmathematik, witzigerweise. Da habe ich ja dieses Kn, also vergleichen wir das, ich schreibe es also jetzt da dazu. Was wäre das? Kn ist gleich K0 mal 1 plus I mal n. Aha. I ist also hier ein Zinssatz, Jahreszinssatz. Schaut die falsche Formel. 1 plus I hoch n. Hoch n. Okay, das war die einfache. Also Zinseszinsen. Ja, das 1 plus I ist aber jetzt das, was hier das A ist. A ist also das gleiche wie das 1 plus I. Das heißt, im A stecken also jetzt hier die Zinsen. Das ist ja 1 plus I. Und daraus folgt, dass das I gleich 0,349 oder, wenn man es in Prozent haben will, 34,9%. Das ist also jetzt hier die Bedeutung von dem.
Parameter ist also jetzt hier in Prozenten. Aha, okay. Das heißt, der maximale Lichtstrom steigt um 34,9% pro Jahr. Okay. Der maximale Lichtstrom um 34,9% pro Jahr. Gut.